Herzlich willkommen bei der Schneerosten-Rallye. Es ist wahr, ich bin alleine da. Der Werner ist nicht mehr da. Ganz kurz möchte ich nur darauf eingehen. Nein, seine Freundin hat ihn nicht verboten, auf Rallye zu gehen. Im Gegenteil, sie hat gesagt, geh auf die Rallyes. Aber er hat gesagt, im Moment ist es besser, wenn ich mich ein bisschen mehr um dich kümmere. Wer weiß, wie es ihr im Prinzip geht, weiß, dass es sicher eine gute Idee ist, dass sie sich eine Zeit lang um sie besonders kümmert. Er wird nicht für immer gegangen sein, aber er wird für Jahr zu Jahr entscheiden, kommt er oder kommt er heute wieder zurück. Jetzt auf jeden Fall sind wir mal in Langenlois, Schneerosen-Rallye. Man merkt, es ist saukalt, aber sonnig, wunderschön ist da. Wir sind da gerade am Morgen und da gerade beim Kronnieder. Alle starten gerade ihre Autos und ich starte jetzt dann gleich einmal auf die SB1. SB1, ganz sensationell bei uns, weil normalerweise fangen wir erst immer mit der SB2 an, wenn wir gemütlich frühstücken, aber heute habe ich das Frühstück auf 5 Uhr vorverlegt. Der wunderschöne Sonnenaufgang konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an dem Tag saukalt war. Einfach nur saukalt. Wenn ihr da in das Auto hineinschaut, schaut euch mal, wie der da haucht. Der haucht da drinnen die Scheibe an, die Scheibe friert außen, die Scheibe friert innen. Er versucht ihm die Scheibe frei zu machen, bringt nichts, weil es drinnen genauso angefroren ist. Es war einfach nur saukalt. Selbst für Waldviertler Verhältnisse, auch die Waldviertler haben diesmal wirklich auch ziemlich dicke Jacken angehabt. Und die es nicht angehabt haben, die haben gefroren. Das war dann am Vormittag. Na, der Wind war ja auch in der Früh noch ein bisschen ein Problem. Der hat aber zum Glück dann nachgelassen. Naja, warm gelaufen sind hier alle Autos noch in der Früh. Und das war, glaube ich, sicher notwendig. Ja, und hier sind wir auf einer Stelle, die mir eigentlich gar nicht bekannt war. Also ich habe es via Satellit angeschaut, via Google und habe da nichts gesehen. Aber da habe ich einen Tipp von Markus Kronnieder bekommen, du, da musst hinschauen. Und der Tipp war wirklich gut. Ja, es ist ja so, der Werner hat einmal gesagt, bei der ersten Rallye, da wollen alle Rallyefahrer, so wie die Pferdl, die Jungen, die neu auf die Kuppel kommen, noch so herumspringen. Und das Springen, das wollte man sich ja eh anschauen. Und jetzt da sehen wir genau da, wie die ganzen Fahrer nach dem Winter ihr Auto herausgeholt haben und springen. Wupp, jetzt sind da noch ein bisschen kleinere Sprünge. Gut, da sind ja auch schon ein bisschen ältere Pferde, was da springen. Aber da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen was mehr sehen darüber. Ja, schauen wir mal. Hopp, der war schon ein bisschen besser. War schon ein bisschen motivierter. Aber ich glaube, es geht jetzt noch ein bisschen mehr. Lassen wir noch die Kurve fahren, schauen wir mal. Ja, so stellt man sich das jetzt vor. Ja. Also ich glaube, dass er das nicht ganz im so richtig im Aufschrieb drinnen gehabt hat mit dem Sprung. Aber für uns war es einfach einmal spitze. Schauen wir sich's noch einmal an. Wow. Hart aufgesessen. Ja. Ein bisschen materialmordend war das Ganze. Ja, da Ossi. Wunderschöner Sprung. Oskar Hebenstreit. Leider ist er dann schon kurz dann noch ausgefallen. Und zwar nicht durch irgendeinen mechanischen Schaden, sondern er hatte da einen Kabelbruch. Ich habe ihn da kurz vor der in der Pause habe ihn getroffen, Auto schon aufgeladen, er war ganz zerknirscht. Ist er am zerknirscht im Lastwagen gesessen. Naja, Kabel ist mir einfach gebrochen, einfach abgebrochen. Der war noch zu Hause ziemlich sauer, es gibt da ein Bild bei ihm. Wie schön, was für ein Sprung. Ja, er hat das Auto hinten im Raum, das Fenster nur, da ist er unser Kronnieder, ja. Leider auch ausgefallen, ja. Ja, der hat nämlich die Anpressrolle von Keilriemen ist da durch einen Stein zerstört worden. Und der nächste, Wahnsinn, ja. Ja, jetzt sind ja die wirklich alles probieren, um zu fliegen. Ja, ja, um zurückzugehen, der Ossi hat ein Bild gepostet, wo man ihn sieht,
wie er in den Raum noch so hineinschaut, wo das Auto steht, und vorsichtige Annäherung. Also er war über diesen Defekt, glaube ich, mehr als unglücklich. Ich habe ihn selten so gesehen, dass er so aufgefressen war eigentlich, dass er so, drücken wir es einmal aus, minimaler Defekt sich so maximal auswirkt, dass er nicht mehr weiterfahren kann. Und das schon nach der ersten SB. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei den weiteren SBs sehr wohl gefühlt hätte. Ja, ja. Wie man da gesehen hat, auch. Ja. Jeder hat da irgendwann einmal probiert zu springen. Und zack. Ja, manche sind doch ein bisschen härter aufgekommen. Ja. Der Punkt war leider nicht so gut besucht, wie ich es dann gehofft habe. Dann, aber wir, vielleicht beim nächsten Mal werden dann, glaube ich, schon mehr sein. Ja. Am Rande des Weingartens waren eigentlich dann nur die Fotografen und ein paar, die die Strecke schon vorher abgefahren sind. Und die gesagt haben, hey, da müsste ja eigentlich was Klasses sein. Ja. Und oh, also das war doch wirklich ein schöner Sprung. Das muss man doch sagen. Ja, das schauen wir sich gleich nochmal an. Oh, I believe I can fly. Ja, einfach nur schön der Sprung. Ja. Zack, und der nächste. Ja, es ist einfach dort schön gewesen zum Zuschauen. Ja. Und das war da wirklich, es hat da jeder riskiert, was irgendwie geht. Der Norbert Tomaschek hat zwar gemeint, er wollte noch nicht so springen, weil sein 50 Jahre altes Auto, das muss er schon ein bisschen schonen, das verstehen wir natürlich auch. Also ist er nicht gerade mit dem Julchen gleich zerlegen. Ja. Ja, nicht so aufpassen muss eigentlich der Georg Schwanter mit seinem Volvo, aber der ist eigentlich ziemlich satt runtergefahren. Aber es war ja nicht der Georg, wenn er da ab in die Kurve. Ja, ja klar. Haben wir auch nichts anderes von ihm erwartet, oder? Boah. Ja, na gut. Nein, wir hatten da wirklich Spaß mit den allen, die da runtergefahren sind. Ja. Und zack, ja, der nächste. Ja, hat sich ja heuer einiges geändert in der ARC. Das ist sozusagen es ist einmal alles einmal von der ARC einmal erneuert worden. Gut, jetzt gehen wir mal zum Ergebnis. Alles fest in tschechischer Hand. Gerade der dritte Platz war dann an Günter Knobloch. Das heißt, er war der beste Österreicher in der SB1. Ja, da sind wir ja schon bei der SB3. Das war auch ganz interessant. Auch die vielen Fotostände, die dort waren, waren wir sehr zufrieden. Und eine wunderbare und herrliche Aussicht über die ganze Gegend. Also man muss ja sagen, das Ganze ist ja ein herrlicher Urlaubsort, wenn man das genau nimmt, wenn man sich so richtig einmal entspannen möchte. Und da haben wir ja schon in Norbert mit seinem Julchen. Ah ja, das ist genau das richtige Auto für die Strecke. Ja, genau dort sind sie zwar nicht so schick, so schnell gefahren, aber schön. Also es hat mir schon sehr gut gefallen, dass sie da gefahren sind. Einige haben es dann doch flotter noch probiert. Ja, was ich sagen wollte vorher noch. Es ist einiges neu gekommen. Punktewertungen sind ein bisschen verändert worden. Und was ich ganz interessant gefunden habe, war, man konnte erstmals auswählen, wo soll ein Rallye stattfinden. Man hat da verschiedene Rallyes zur Auswahl gehabt. Und so konnte man sich dann auswählen, machen wir ein Standalone-Rallye oder machen wir ein Rallye gemeinsam mit der ÖRM. Und man hat sich entschieden, hey, da machen wir doch was gemeinsam mit der ÖRM, ist einmal nicht schlecht, wenn man da ein riesiges, ein massives Starterfeld hat von beiden Klassen. Das wissen wir schon vom letzten Jahr, das war gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn wir eine Sonne haben, ist das nicht schlecht. Ich bin kein Freund, dass man beide Ligen jetzt einfach einmal zusammenlegt, aber einzelne gemeinsame Rallyes ist einfach BPF. Also da freue ich mich dann schon drauf, und ich glaube, dass die Rallye jetzt wieder eine Rallye sein, wo ich gerne vorbeischauen möchte und ein bisschen was filmen möchte auch. Das ist ein bisschen ein Problem heuer. Ohne Co. habe ich ein bisschen ein Problem. Das ist alleine alles ein bisschen mühsamer zu machen, aber ich sage mal, drei Rallyes sollten sie auf jeden Fall ausgehen. Und wenn das die Weiz- und die Herbstrallye ist, wäre das schon mal recht gut. Ja. Ja, eines ja vom Vorjahr noch interessant. Es ist ja einiges heuer neu.
Nein, wenn man genau nicht mehr tut. Wenn man voriges Jahr sich gedacht hätte, dass der Ricardo Holzer die ARC gewinnt, hätte ich am vorigen Jahr gesagt, Ricardo Holzer wäre. Ja, alles ist möglich. Ja, kann sein. Gut, Bucher, Martin Bucher vielleicht, dass er gewinnt, aber Holzer. Naja, werden wir sehen. Aber es ist ja, wie wir wissen, ja anders gekommen. Er hat die ARC gewonnen. Und jetzt haben wir die erste Rallye im Jahr. Und weder der Bucher noch der Holzer sind da. Das ist dann nur mit der Artwinger. Artwinger, der Martin Artwinger war eigentlich einer von denen, die da beim Rennen jetzt noch dabei waren. Und so sind die Karten für dieses Jahr wieder komplett neu gemischt. Das geht also wirklich alles wieder einen neuen Weg. Ja, schaue ich gerade nach, da war doch noch was. Ja, da ist ja wenn ich das jetzt da richtig notiert habe, da in Fabian Bartl-Hoema ist die Spurstange gebrochen. Und zwar schon vor der SP3, vor dem Start. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, da ist wirklich viel passiert diesmal. Also ich glaube Zähne bei den ersten, und da sind wir schon jemanden blinken. Ja, aber weitergekommen. Ja. Es haben, glaube ich, waren zu dem Zeitpunkt schon 10 Ausgefallene. Und ja, so sind wir dann in die Mittagspause gegangen. Durch das sagt es mir immer Französisch an. Sag plus. Noch schön gern. Ja, leider sahen wir dann in Gottfried Kogler mit seiner französischen Co-Pilotin, der Sophia Cornu, nicht mehr. Auch er ist dann kurz danach ausgefallen. Er hat da schon die ganze Zeit damit gekämpft, dass er mit 3 Zylindern fahren hat müssen. Aber bei der SP5 war es dann wirklich aus. Ja. Ein Schicksal, das er dann mit Gerald Bachler teilte, der auch nur mit 3 Zylindern unterwegs war und dann gesagt hat, das dreht sich nicht mehr aus, das war es dann eigentlich schon. Ja. Ich meine, es haben ja einige wirklich probiert, ihre Autos noch in Schuss zu bekommen für den Nachmittag. Und so waren wir dann auch noch beim nächsten Sprung bei der SP5. Und dort haben wir ja dann wieder einige getroffen, auch unter anderen auch in Markus Kroneder, der mir den Tipp auch für diesen Platz gegeben hat. Er wollte eigentlich da mit 200 km/h drüber brausen, ja, hat gemeint, es geht dort problemlos. Aber leider, so weit ist er nicht gekommen. Aber wenn er schon nicht so dort fahren kann, hat er gemeint, schau das jetzt gleich mal an und schau mal, was die Kollegen da so machen. Ja, und die waren dort alle sehr flott unterwegs. Kann man wirklich sagen. Historisch auch wieder nicht ganz so flott, natürlich naturgemäß, aber motiviert, absolut motiviert. Also wir hatten da wirklich einen Spaß dort. Etwas war da wirklich interessant. Genau da, und jetzt fährt, da gibt es eine Außenkurve und am Anfang sind da einige gestanden. Wir haben einer zugegriffen, das ist eine blöde Idee. Ja, ich meine, bei einer Wiesn, da kannst du links oder rechts laufen, aber bei einem Weingarten, wie willst du da links oder rechts laufen? Da kannst du davon laufen. Und jetzt kommt da so ein Auto mit 2 Kilo rüber, springt, verliert die Kontrolle, fährt in den Weingarten und jetzt schaue ich mir an, ob du mit in den Wagen, auch wenn er dort nur mit 100 unterwegs ist, irgendwie, aber nur irgendwie ausweichen kannst. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendeiner schaffen würde. Ja, nachdem es ein paar gegeben hat, die dann ein bisschen unkontrollierter gelandet sind, ja, haben sie sich dann eh überlegt und haben dann die Stellen dann wieder freigegeben, haben sie ein bisschen auf sichere Stellen wieder begeben. Das war, glaube ich, wirklich gut. Ja, was haben wir noch? Ja, eins muss man ja sagen, diese Schneerosenrallye ist wahnsinnsmäßig gut organisiert gewesen. Wenn ich daran denke, wir haben da schon Rallyes gehabt, wo du zwischen einer SP und der nächsten SP fast eine Stunde gefahren bist und dann hast du schon nichts mehr erlebt, hast eine SP am Vormittag und eine am Nachmittag zusammengebracht. Hier waren alle SPs innerhalb weniger Kilometer und ich sage mal, der Schnittpunkt war dann das Fahrerlager. Ja, da haben wir jemanden, der mehrfach gehupft ist. Ja. Und dort auf jeden Fall war es wirklich so, wir konnten dort, also jeder, der dort war, konnten dort wirklich jede SP stresslos besuchen, wie er wollte. Man,
Richtigerweise macht man es ja sowieso, dass man sich einmal 4 SPs aussucht und die dann anvisiert. Und das haben viele gemacht. Es war lustig, dass ich da einige auf fast jeden ein bisschen hin und her, aber geschafft um die Kurve. Er muss ja noch konzentrieren auf das, was nachher kommt. Ja. Viele habe ich immer wieder und immer wieder auf den SPs getroffen. Wo? Und das ist so einer, wo ich mir denke, ja, das hätte jetzt auch in den Weingarten gehen können. Ja? Ja. Wenn man fliegen will, dann fliegt man. Ja? Dann braucht man keinen Pilotenschein. Da genügt man es einfach, wenn man da ARC flott unterwegs ist. Gell? Und ja, der Georg kann auch springen, wenn er möchte. Die BMW-Klasse. Und ja, das Schöne an einem Rundkurs, man sieht immer wieder alle mehrfach. Und das war ja da schon sehr notwendig, weil schon ziemlich viele wieder ausgefallen sind. Aber aus ist jetzt mit dem Gehüpfe, jetzt geht's weiter. Wir wollen ja nicht nur springen sehen, wir wollen auch Drift sehen. Und da waren schon die Vorausautos dabei, das einmal auszutesten. Ich meine, super dort, 2 Schikanen, eine Kurve zum Driften, was will man mehr? Also da war ich an sich schon sehr zufrieden, dass ich da die Stelle gefunden habe. Was heißt gefunden? Das waren, haben auch viele gefunden. Ja, ganz lustig. Dort gab es einen Feuerwehrfutterstand. Die haben jede Menge zum Essen vorbereitet gehabt. Also wie ich dort war, war nichts mehr da. Zum Trinken hat man noch was bekommen. Und da kommt wieder der Norbert mit seinem Julchen. Der hat durchgehalten. Ja. Als Sieger der Klasse 6.1. Kein Wunder, alle anderen sind ausgefallen. Nein, aber man muss sagen, es ist trotzdem eine Leistung. Schau, wie er da verfolgt wird. Es war trotzdem eine Leistung. Weil, wie ich ihn getroffen habe, habe ich gefragt, wie geht's dann? Der, nicht wirklich gut. Ich bin eigentlich verkühlt, ich sollte eigentlich im Bett liegen. Aber er hat es wirklich geschafft. Ja? Ich mein, 20 andere haben es nicht geschafft, dass sie ins Ziel kommen. Ja? Da ist dann ein verkühlter Norbert in den Julchen natürlich was anderes. Ja? Das ist ein anderes Kaliber. Die halten durch bis zum Schluss. Und das hat mir also auch gefallen, dass man da sagt, wir probieren das, was nur geht. Ja, die tschechischen Fans waren auch wieder Wahnsinn. Ja. Wir haben sich schon sehr viel amüsiert über ihre Perücken, aber die waren wirklich überall. Und überall, wo sie waren, Wirbelfahnen und alles. Ja. Das Einzige, kein Wort Deutsch. Und man hat dann ein paar Mal gesagt, du, Außenkurve stehen, blöde Idee, aber nichts verstehen. Und man hat gesagt, okay, dann lassen wir es. Wir glauben, dass sie wissen, was sie dort tun. Und sie haben, glaube ich, auch ihren Spaß gehabt, dass die Autos manchmal näher gekommen sind, als sie es eigentlich zum Erwarten gehabt hätten. Ja. Da schauen wir wieder mal. Ja, schön. Ja. Es haben einige probiert, dass sie dort einen schönen Drift hinlegen. Wir waren nicht über alle zufrieden. Aber ja, schaut euch an. Herrlich, herrlich. Und schau, da muss man ja angefeuert werden. Das ist einmal so, ja? Wenn man es richtig schön macht. Schauen wir sich das gleich nochmal an. Mit allen 4 Rädern wegrutschen und schon in Fahrtrichtung. Keine Sekunde verloren. Herrlich. Ja. Und weiter geht's schon wieder. Uhu. Na, da hat man doch Spaß gleich. Gell? War auch interessant, da beim Streckenposten zum Stehen, haben wir gleich ein bisschen die Information gehabt, was da passiert überall. Und ja, ist das nicht ein wunderschöner Hyundai? Ich meine, ich freue mich, dass wir den jetzt da bei uns auch in Österreich haben, dass wir den sehen können. Und schon wieder. Oh, schau, das war doch ein bisschen näher schon. Also ich glaube, der hat nur seine tschechischen Fans ein bisschen mehr begrüßen wollen oder ein bisschen mehr in die Augen schauen wollen, damit sie das sehen. Und der Nächste, der die Kurve natürlich Volvo-mäßig nimmt, der Georg, ja, hopp, und sind wir schon wieder weiter. Ja, der Georg war ja auch da in der Pressestelle, war ja da tätig. Ich meine, das taugt überhaupt, dass der Georg überall, wo man sieht, auch im Einsatz ist. Oh, ja, gut,
Das war auch eine Möglichkeit zu driften. Wir haben es gehört von dem Streckenposten, sie war dann nicht ganz zufrieden. Nicht ganz zufrieden war dann mit der Nummer 52. Ja, Franzlauser, ja. Das ist dann der letzte. Das war überhaupt eine Sache. Wir haben dann nachher noch gehört, dass sie ihn gesucht haben. Zwar hat ihm der Schlusswagen noch. Wir haben den Schlusswagen bei ihm noch gesehen, aber irgendwo hat er ihn dann verloren. Aber er hat dann gesagt, nee, er kommt auf eigener Achse zurück. Da sieht man es ja. Da kommt er und da ist der Schluss. Ja, das haben wir ja schon im Endergebnis. Ja, gewonnen hat der Romano Odolozlik, das kriege ich nie aus. Der Günther Knobloch ist Zweiter geworden und der Dani Fischer ist Dritter geworden. Ja. Und ja, historische Klasse, hat der Günther Königseder gewonnen. Ja. Jetzt führt dann die ARD, der Knobloch und der Viertplatzierte, der Roman Mühlberger, ist Führender der ARD. So dann, das war's dann mit der Schneerosenrallye für dieses Jahr. War sehr kalt, war sehr sprunghaft und warum habe ich das Handy in der Hand? Es gibt jetzt da eine App, na, schaut mal sehen, eine ARC-Rallye-App. Und das war heute wirklich sehr dienlich. Also eine App, in der man alles findet, also wo man die ESPs findet, Futterstände findet, wo man auch die Ergebnisse alles sofort erfährt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Apps funktioniert die tatsächlich. Das war wirklich eine große Hilfe. Jetzt höre ich gerade die letzten Autos, die alles zusammenräumen, kommen schon. Für mich geht es jetzt nach Hause. Ich wünsche euch noch viel Spaß bis zur nächsten Rallye.